Okay, Google. That's me. How can I help? Alright, Google. How long do I need to go to Erfurt? With light traffic, it will take you 3 hours and 49 minutes to get to Erfurt by car. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier? Ich brauche 3 Stunden 49 Minuten nach Erfurt. Was mache ich in Erfurt? Das ist Mac 2018. Wer mir im Stream folgt, wer da regelmäßig vorbeischaut, der weiß, ich fahre. Wann ist denn das nochmal? Nächste Woche. Genau, und zwar ist es 5., 6. und 7. Oktober. Da fahre ich nach Erfurt zur Mac 2018. Was ist das genau? Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Das ist eine Convention. Themen so Manga, Anime. Ihr wisst ja, ich bin großer Manga-Anime-Fan. Gaming ist auch am Start. Let's go, habe ich gesehen. Smash. Smash 5 ist am Start. Also wird, glaube ich, ganz lustig. Und der Hauptgrund, wieso ich gehe. Also all die Sachen sind schon interessant. Aber allein deswegen wäre ich, glaube ich, nicht gefahren. Oder zumindest auf jeden Fall nicht für alle 3 Tage. Aber Niantic ist offizieller Partner. Habt ihr wahrscheinlich schon in Spieletrends Video gesehen. Es wird Stops geben. Es wird spezielle Arenen geben, die werden wahrscheinlich auch alle gezündet. Und hoffentlich die Cognito-Buchstaben. Wenn es Mac wäre, dann würde mir das G fehlen. Das wäre ein neuer Buchstabe für mich. Aber ich denke mal auf jeden Fall, auch für Pokémon-Fans interessant. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man als Nicht-Besucher da genug Sachen, genug Spawns, genug Stops abbekommt. Das kann ich euch nicht erzählen. Ich meine, ich werde Freitag vorbeischauen. Sprich, wer mir da Freitag folgt und dann ergibt sich die Möglichkeit für Nichtbesucher auch noch genug Sachen abzustauben, Pokémon-technisch. Der kann dann, falls er in der Nähe wohnt, Samstag, Sonntag vorbeischauen. Dementsprechend folgt mir da. Eine kleine Ankündigung für euch. Ich bin nächstes Wochenende, wie gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag. Donnerstagabend fahre ich schon los in Erfurt bei der Mac 2018. Mal schauen, was so geht. Ich habe da schon ein paar Ziele am Start. Chaos Lady und Herr Margo von Pokelux, aka Pokezone jetzt, sind auch am Start. Die werde ich wahrscheinlich auch treffen und dann werden wir dort ein bisschen chillen. Werd da mein Nerd, mein Geek da rauslassen, zwecks dem ganzen Anime- und Manga-Zeugs. Wollte ich schon lange mal auf eine Anime-Manga-Messe gehen, aber ich bin jetzt nicht so tief in der Szene, dass ich da auf irgendwelche Conventions fahre. Das wäre also theoretisch meine erste, wo ich da richtig so hinfahre. Also ich fahre da auf jeden Fall als Fan hin und wie gesagt, hat sich gut ergeben, dass Niantic da auch am Start ist. Falls ihr da seid, falls ihr am Start seid, man sieht sich dort. Ihr könnt Fotos machen, ihr könnt mich ansprechen. Folgt mir auf Instagram für die Stories. Livestream werde ich vor Ort wahrscheinlich auch, vor allem wenn Pokémon technisch da gut was abgeht, dann auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, nur eine kleine Ankündigung, kleine Info für euch. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Man sieht sich in Erfurt, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.